Aber was später in der eigenen Meditationspraxis kommt, ist die Erfahrung, der eigene Geist, dass der rumhampelt und vor sich hin irgendwas quatscht die ganze Zeit. Und wenn ich das tagsüber mitkriege, also nicht nur in der Meditation, sondern auch so ein bisschen Abstand zu mir entwickle, ich werde kein gefühlloser Klotz, darum geht es nicht, sondern einfach ein bisschen bewusster darüber werde, was für ein Radio in meinem Kopf abläuft, dann merke ich, dass das oftmals so Bewertungssachen sind. Ne? Und zwar über andere Leute oder irgendwas. Und irgendwann merke ich, wow, das ist total anstrengend. Total nutzlos und voll anstrengend. Ne? Und das Doofe ist, es prägt dann auch meine Weltstimmung, die ich in der Zeit, in diesem Moment habe. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, oh, die Sonne scheint mich gerade an, das ist nicht gut. Ich habe es ja gesagt, ich hätte mir einen Hut mitnehmen sollen. Warum sitze ich nicht im Schatten? Das ist alles schlecht. Heute war alles schlecht. Geht alles immer schlimmer. Die Kommentare führen nämlich zu dieser Färbung. Ich kann sagen, super. Sonnenschein. Hut habe ich nicht mit. Ich könnte mir irgendwas anderes aufsetzen, bin ich auch zu faul jetzt zu. Nee. Ich mach nur vor diese inneren Dialoge. Ne? Und das gehört dann eben dazu, ne? Zu sagen, boah, ich mag das nicht, dann suche ich mir einen schattigen Platz aus. Ne? Sowas. Also nichts aushalten, zu sagen, das habe ich jetzt festgestellt, fertig. Nee, kann ich auch was machen. Also nicht. Das gehört ja mit dazu. Aber das kommt erst, wenn ich das bei mir feststelle. Und das führt irgendwann über die Jahre dazu, dass ich diese Dialoge und Bewertungsgeschichten langsam immer mehr aufgebe. Weil ich merke, es stresst total, es ist total überflüssig und meistens, das ist das Dumme, sind die ja auch noch negativ. Das ist diese Negativitätsprägung. Also hat man unterbewusst, wo man nie drauf geachtet hat, andauernd so ein Dialogkrempel im Kopf laufen, prägt sich das Leben schlecht, macht tierisch viel Aktion für nichts. Und das irgendwann in der Meditation festzustellen, ist ungeheuer wichtig, weil es wirklich so ein Lösen und das hilft dann auch tagsüber. Und man dann irgendwann merkt, oh, muss ich mir gar keine Gedanken drüber machen, ist völlig sinnlos, da habe ich jetzt gar keinen, kann ich da was dran ändern? Nö, das geht mich gar nichts an. Ja? Und dann kommt man, wenn man diesen Schritt gemacht hat und da ein bisschen Freundlichkeit, das ist nämlich ziemlich wichtig, darauf anwendet, merkt man, dass wenn man aus dieser Negativitätsprägung rauskommt, hat man weniger Stress, weniger Arbeit, man wird ein bisschen freundlicher und merkt den Unterschied zu dem, wie ich früher mit mir gequatscht habe über andere Leute im Kopf, zu dem, dass ich das total falsch eingeschätzt habe. Das kommt noch dazu, dass man zum Beispiel, wenn man denkt, man ist beleidigt worden, möglicherweise ist man in dem Moment gar nicht angesprochen worden, hat das nur auf sich bezogen. Dann kann man eine Aussage, kann man das Komma anders setzen, eine Betonung anders setzen, schon wird die Aussage total anders. Na, also selbst wenn ich gemeint bin, kann das jemand gewesen sein, der einfach nur eine Feststellung gemacht hat. Ne? Ich weiß, du hast eine Rosine an der Backe. Was soll das denn? Wenn ich mitkriege, oh, ich habe wirklich eine Rosine an der Backe. Also sowas zum Beispiel. Man hat vorher gedacht, will er mich jetzt verarschen oder was hier all recht anmachen? Bist du bescheuert oder was soll das hier? Ne, dann zu sagen, Moment, ich habe wirklich eine Rosine an der Backe. Danke. Also komplett andere Weltsicht. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, auch diese Freundlichkeit einzuüben. Das machen wir heute im Sitzen gleich. Ja? Einfach nur sich das Wort freundlich, habe ich früher am Anfang von den Sessions im Qigong, habe ich das gemacht, einfach Augen schließen, das können wir auch gleich machen dann in der Meditation, Augen schließen, die Luft wahrnehmen. Und dann habe ich diese drei Wörter gesagt, heute reicht dann einfach Freundlichkeit. Einfach das nachhallen zu lassen, das Wort.
Was bedeutet das für mich zum Beispiel? Und ich habe letztes Mal habe ich gesagt, Freundlichkeit selber definieren ist wichtig, um auch festzustellen, wie gehe ich damit um. Ne? Wo ich hin will, ist so eine Herzensfreundlichkeit. Die erwartet nichts. Die ist einfach nur, ich bin von mir aus, von innen heraus freundlich. Ja? Das ist eine Sache, das merke ich immer mehr, das sind die Leute nicht gewohnt. Wir sind darauf geeicht, wenn jemand freundlich ist, dann will der was. Wenn ich freundlich bin, möchte ich was erreichen, sonst bin ich nicht freundlich. Also, dass man auf Leute trifft, die einfach aus dem Herzen heraus einfach zu anderen freundlich sind, ist ungeheuer selten und deswegen führt das manchmal bei Leuten zu Irritationen. Also wenn ich zum Beispiel wirklich diese Herzensgeschichte, das habe ich schon von klein auf geübt, ja? Weil ich habe als Kind Krishnamurti im Sonntagsfernsehen gesehen und war von dem fasziniert und habe gemerkt, das ist das, was der macht. Ne? Also der hat oft, man kann den ja auch noch im Internet angucken, hat er so ein Sammeln gehabt und manchmal hat er auch gesagt, boah, jetzt bin ich wieder drin. Und das ist dieses quasi aus der Weisheit, aus dem Herzen sprechen, das hat er die ganze Zeit gemacht. Und sich selber darin zu sammeln, außerhalb von diesen Gedankenverstrickungen. Wirklich, dass man mit den anderen von hier aus redet. Das ist ungeheuer wichtig. Also den anderen Menschen anspricht. Nicht irgendein Konstrukt von Vorstellungen, irgendwas will ich von dem Menschen oder ich will nicht und so, sondern aus diesem will ich nicht, ne, was kann ich erreichen, raustritt. Und einfach anwesend ist jetzt mit mir und mit denen, die mich umgeben, einfach freundlich zu sein, von innen heraus. Ich glaube, das würde der Welt gut tun, aber das üben wir heute. Einfach im Rumsitzen. Also zur Not, lasst euch einfach dieses Wort Freundlichkeit nachhallen. Das ist der kleine Bruder von der allumfassenden Liebe, die macht auch keine Deals. Diese allumfassende Liebe, die ist einfach da, in sich. Die verlangt nichts und sagt, wenn du das und das, dann bin ich auch lieb zu dir. Nein, es ist einfach, bin freundlich mit mir und aus Versehen bin ich dann mit den anderen auch freundlich. Und irgendwann mit allem. Aber am Anfang erst auf den Körper achten, auch regeln, richtig hinsetzen, das ist angenehm. Und wenn der Körper eingerichtet ist, so ein bisschen angenehm ist, zur Not dauert das die ganze Sitzung, nicht schlimm. Gebt dem Körper die Aufmerksamkeit. Aber wenn der einigermaßen so zufrieden ist, dann haben wir heute für den Geist ein Kaugummi und der ist Freundlichkeit.
mit der nächsten einmaligen hohen Glocke ist die Zeit für die Frage, wie fühle ich mich jetzt? Oder wie liefen die letzten 18 Minuten? Ohne Antwort. Okay. Noch irgendwas in Bezug zur Meditation oder zur Freundlichkeit oder so? Wie kann ich mir gegenüber freundlicher sein? Ha? Wie kann ich mir gegenüber selber freundlich sein? Das ist eine Entscheidung. Das ist wirklich eine Entscheidung. Also zum einen gehört dazu, wirklich sich Gedanken zu machen darüber, was für einen überhaupt Freundlichkeit bedeutet. Ja. Weil wie gesagt, selber rauszufinden, dass man selber, also immer diese Selber-Geschichte ist wichtig, Selbsterkenntnis. Ja. Also dass man wirklich mal sich erstmal Gedanken macht, was ist denn Freundlichkeit wirklich für mich? Weil, also ich verbinde das immer gleich mit dieser Liebe, ne? Weil die Freundlichkeit ist halt eine kleinere Geschichte davon. Liebe ist immer so zu, also viele Schriftsteller haben sich daran versucht und so, es ist zu groß, ne? Deswegen Freundlichkeit. Das Umdrehen deiner Frage führt dann eigentlich zur Lösung, das ist meistens so. Warum sollte ich freundlich mit mir sein? Das ist so eine logische Geschichte. Warum sollte ich überhaupt freundlich mit mir sein? Ich muss immer daran denken, Unfreundlichkeit wird im Geschäftsleben eingesetzt. Da sind viele, viele Psychopathen auch zu Hause, weil die Mentalität passt gut zu Geschäftsführer und Manager. Also man sagt immer dickes Fell. Wenn mir der präfrontale Kortex fehlt, weil ich das gar nicht, ich kann das gar nicht, ich kann gar nicht mitfühlen. Das kann ich nicht als Psychopath, das bin ich nicht zu in der Lage. Ich habe kein dickes Fell, ich fühle nichts bei dem anderen. Ne, wenn ich den schlage, ich fühle nichts, gar nichts. Also wenn ich dazu nicht in der Lage bin, ne, dann jedenfalls die gibt es. Und ich muss immer dran denken, meine Tante, die ist also ein bisschen höherer Gesellschaftslevel und die hat meinen Cousin quasi dazu auch erzogen, unfreundlich zu sein. Das ist also also schon als er klein war, das ist ein bestimmtes Mittel, was man manchmal einsetzt. Also ich meine, ich bin ja zum Beispiel, wenn mich jemand schlecht behandelt, dann fällt es mir schwer, freundlich mit dem zu sein. Das ist aber eigentlich die Lösung. Ja? Bloß, also das führt jetzt zu weit. Ne? Obwohl wir haben ja jetzt eigentlich
die ist abgeschlossen. Dann gibt es zwei Szenen. Also eine Szene, die hat einen Mönch erzählt, die finde ich ziemlich hart. Aber die Szene aus, kennt ihr den Film Gandhi, das Leben des Gandhi? Also diese Ahimsa ist gewaltloser Widerstand. Also Gandhi hat ja dazu beigetragen, dass Indien vom Commonwealth sich abgetrennt hat in den 50ern, glaube ich. Und da war verboten, Salz vom Meer zu holen, also ein Salzprivileg oder was. Und da haben die das halt einfach durchgesetzt und da gibt es so eine Szene, da haben die Leute, die eben gegen die britische Regierung waren, die haben sich vor Polizisten hingesetzt und dann haben die Polizisten mit so ganz langen Holzknüppeln die richtig böse geschlagen. Und dann haben die Mitdemonstranten den Erschlagenen vorne abgenommen und dann haben sich die Nächsten hingesetzt. Also es ist quasi, das gehört mit dazu, zu sagen, wir sind dem Polizisten nicht böse. Der macht seinen Job. Und eine andere Variante ist, ja, ich kann ja die abgeschwächte Variante sagen, obwohl mir die, also von dem Mönch, der mir jetzt nicht mir, allen erzählt, kann man im YouTube nachgucken, ist so eine Gefängnisgeschichte, weil er Meditation im Gefängnis geübt hatte, gelehrt hatte und so. Und da hatte die im Gefängnis für die Leute, die andere umgebracht haben, in Anführungsstrichen Mörder, die haben sie eingesetzt zum Schlachten von Kühen, ne, mit diesem Bolzenschuss. Und ich finde das nicht richtig, weil es trainiert ja quasi das weiterhin. Aber die kommen immer in so eine Box und dann sitzt der da vorne mit dem Bolzenschuss und schießt ihn hier oben rein. Das gibt es manchmal, dass die Tiere das wissen. Besser gesagt, das wissen alle. Ne? Bloß da war eine Kuh. Die weinte. Ja, genau. Die weinte und hat ihn wirklich mit offenen Augen, weinenden Augen angeguckt. Und das war das erste Mal, dass der Mörder gesagt hat, das kann ich nicht. Ich kann ihn nicht umbringen. Die weint, guckt mich, das geht nicht. Ich habe das jetzt ewig gemacht, ich kann nicht mehr. Und sowas in sich, weil das ist so ein abruptes Umschalten, ne, in sich. Man kann das nachvollziehen. Ne? So die ganze Zeit quasi immer umgebracht und irgendwann geht es dir auf. Das ist kein Das mehr. Es ist ein lebendiges Etwas. Es kann fühlen wie ich. Jetzt kann ich es nicht mehr umbringen. Jeder Schlachter müsste das eigentlich mitkriegen irgendwann. Ne? Dann wird es ungeheuer schwer, weiterhin Schlachter zu sein. Ne? Das sind alles ein langer, langer Weg, um Freundlichkeit zu erklären. Ne? Weil es geht in erster Linie über Mitgefühl. Ne? Also ich kann leichter irgendwie Mitgefühl für andere entwickeln. Deswegen gibt es auch viele, die gerne Helferberufe machen, aber sich selber gegenüber nicht. Ne? Also da fehlt dann wieder diese Hürde. Dazu musst du dann wieder mit Mitgefühl definieren. Ne? Was ist denn Mitgefühl? Das ist ja nicht, also der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Also wenn es jemandem anders schlecht geht, dann ist man darauf geeicht, das ist nämlich das falsche Mitgefühl, zu sagen, ach du Armer, ja, wie schlimm, ach, das ist auch wirklich schlimm. Nee, das ist kein Mitgefühl. Mitgefühl ist in sich nicht gefestigt, ist auch, bin kein Klotz. Aber ich bin in mir gefühlsmäßig bei mir, kann den anderen fühlen und einfach da sein. Ne? Und dann kommen wir langsam zur Freundlichkeit. Ne? Also das geht am besten mit der Meditation, weil eben da alles ein bisschen mehr wie unter einem Brennglas ist in einem selber. Und gelassener mit sich zu sein, und zum Beispiel Mitgefühl mit sich zu entwickeln in Bezug zu Fehlern, die waren oder die man gerade gemacht hat.
Und zu sagen, wow, ja, es hätte alles anders kommen können und so, ist so. Ne? Einfach dann so eine Freundlichkeit mit sich aufzubauen, aus dem Herzen heraus. Also ohne was zu überdecken, sondern einfach zu sagen, eine Situation anzunehmen und zu sagen, ich bin für mich da. Ohne andere auszuschließen, also ohne Arschloch zu werden. Sondern einfach zu sagen, auch ich bin mit mir freundlich, mir steht das auch zu. Insbesondere, wenn um mich herum und früher und bis jetzt niemand zu mir freundlich war. Alle mich schlecht behandelt haben. Kann man sagen, dann muss ich ja nun erst recht diesen inneren Kritiker, das gehört auch mit dazu, feststellen und zu sagen, ich mache mich andauernd für jeden Kram fertig. Jetzt bin ich mal einen Moment mal freundlich mit mir. Einfach mal freundlich mit mir. Geht das vielleicht? Einfach so, ohne Deal, ohne ich bin freundlich, wenn ich das gebe, dann gebe ich mir ein Eis. Nein, einfach bin jetzt mal freundlich mit mir. Mit all dem Scheiß, den ich in meinem Leben erlebt habe und all den Scheiß, den ich anderen zugefügt habe. Willentlich oder unwillentlich. Kann ja auch nebenbei passieren, manchmal auch mit Absicht. Manchmal habe ich andere schlecht behandelt, mit Absicht. Und dann muss man das ist auch in einem anderen Zusammenhang dann gut rauszufinden, warum und so. Und dann irgendwann kriegt man mit, das ist Angst und sowas. Aber diese Freundlichkeit mit sich zu entwickeln. Aber du merkst, es ist nicht so ein, das ist Freundlichkeit. So werde ich freundlich mit mir. Nee, es ist ein Riesending, was du bei dir selber entdecken musst. Und am dollsten sind halt solche Umbrüche. Wie mit der Kuh, wenn du das bei dir selber feststellst. Wenn du den inneren Kritiker bei dir mitkriegst, das geht am besten in Meditation, wo du dann denkst, was quatscht der denn da oben die ganze Zeit? Kann der mal den Mund halten? Also wenn das ein Freund von mir wäre, das ist schlecht und das hast du auch nicht gut gemeint. Sag mal, geht's noch? Kannst du mit mir mal freundlich sein? Ich mit mir selber mal freundlich sein? Geht das? Geht das vielleicht mal? Ja, kriegen wir das mal hin. Dann merkst du, das ist wichtig und dann kriegen wir wieder diese positive Verstärkung, dass du öfter mal mitkriegst, so könnte Freundlichkeit mir gegenüber aussehen. Ja, weil also ich selber hatte da auch Berührung, wie soll man sagen, man kennt diese Leute, die alles so mit überdecken. Nee, darum geht's nicht. Sondern wirklich, du kannst ja die Fehler offen sagen und kannst sagen, ja, es war nicht gut. Deswegen muss ich mich selber nicht fertig machen. Ich mache das in Zukunft nicht mehr. Hoffentlich habe ich gelernt. Und dann bin ich freundlich mit mir. Einfach so. Also musst du auch selber, wie bin ich selber freundlich mit mir? Ich habe dir jetzt ein paar Schleifen so genannt, weil nur durch diese Selbsterkenntnis kommst du eben auf ein Level, der gesund ist. Ne? Wenn ich dir jetzt gesagt hätte, das ist ganz einfach, du machst das so und so, das klappt nicht. Ne? Also kann man so Selbstsuggestionen und sowas machen, dass sie so vor den Spiegel stellen und dann, ich bin heute mal freundlich mit mir und so. Schwachsinn. Man kann es ein paar Mal probieren, manchmal geht das, aber das ist so oberflächlich, das geht nicht in die Tiefe. Also wenn du dieses Gefühl bei dir selber feststellst, wie sich das anfühlt, wenn du zur Not erstmal mit jemandem anders freundlich bist, wenn dir das selber für dich selber nicht offen steht, gibt es manchmal. Dass du sagst, anderen geht es, anderen gegenüber kann ich freundlich sein, aber mir gegenüber schaffe ich nicht. Dann machst du es erstmal bei anderen. Bis du irgendwann mitkriegst, oh, das, so ein Zipfel davon hätte ich auch gerne. Ein bisschen freundlich mit mir. Und dann geht es auch irgendwann. Das führt aber manchmal, diese Freundlichkeit kann auch zu so einem Soul Cry führen, also so einem Seelenheulen. Man zu Hause ist, dreiviertel Stunde meditiert und irgendwann merkt man, dass sich das so. Man merkt das ja, wenn man weinen muss. Dann kommt immer näher. Wenn man dann irgendwann sagt, oh, ich,
ich weiß nicht warum, aber ich lasse das jetzt mal zu. Dann merkt man, das sind Riesenbrocken, der zerbröselt. Wirklich, das ist wirklich so, der zerbröselt. Da muss man wirklich mal weinen. Das dauert ewig. Aber das ist enorm befreiend. Das führt zu dieser Freundlichkeit mit sich selber. Und sagt, wow, so viele sind unfreundlich zu mir gewesen. Ich bin jetzt einfach mal, also wie das innere Kind, dass man es sagt, ich bin auch was wert, vor mir selber. Klingt alles merkwürdig. Ne? Wichtig. Wichtig, nur weil, wenn ich mit mir freundlich sein kann, eben so ohne Deal, einfach in mir freundlich, kann ich das auch zu anderen sein. Und das fehlt. Mehr freundliche Menschen fände ich gut. Ohne Hintergedanken, einfach mal freundlich. Gutes Ende? Dann lasst uns zusammen Sadhu sagen. 1, 2, Sadhu. Sadhu, Sadhu. Okay. Dann bis Mittwoch. Das ist wichtig, das rauslassen.